Am 1. Juni eröffnen wir das neu eingerichtete, renovierte Hans-Ernie-Museum. Das Museum ist ja schon über 40 Jahre alt. Es wurde 1979 auf die Initiative von Hans-Ernie eröffnet, der einen Ort schaffen wollte, wo die Besucher und Besucherinnen sein vielfältiges Werk in allen Facetten sehen können. Und das kann man heute hier in unserer Sammlungspräsentation im ersten Stock wunderbar nachvollziehen. Und da sieht man verschiedene Aspekte seines Werks, die entweder biografisch begründet sind, wie seine Herkunft aus der Vierwaldstätter Seeregion, und dann Figuren wie Leonardo da Vinci, wie Albert Einstein oder wie Pablo Picasso, die für ihn als Identifikationsfiguren wichtig waren, spielen da eine Rolle. Dann bildet das Plakatschaffen ein ganz wichtiges Kapitel. Er hat ja sehr, sehr viele Plakate geschaffen. Wir haben solche ausgewählt, die in der Öffentlichkeit sehr bekannt sind, weil sie halt entweder ein sehr prägnantes Bild zeigen oder weil sie damals zum Zeitpunkt ihrer Entstehung sehr kontrovers diskutiert wurden. Im Erdgeschoss des Museums präsentieren wir immer Werke von Hans-Ernie in Kombination mit Objekten, meistens aus dem Verkehrshaus, in diesem Fall jetzt mit Objekten auch aus dem Museum für Kommunikation in Bern. Es sind vier großformatige Wandteppiche und sie zeigen die vier Hauptaufgaben der damaligen PTT, die Landpost, die Luftpost, die Nachrichtenübermittlung mit Satelliten und die Konstrukteure, Monteure, die Leitungen verlegen, die Schaltungen reparieren und so weiter und so weiter. Ernie hat diese großen Wandteppiche entworfen, wie gesagt, für die sehr kühle Eingangshalle der Konzernzentrale der PTT. Die Bilder, die er dafür geschaffen hat, sind sehr farbenfroh, sind sehr bewegt, sehr dynamisch. Sie sind auch sehr allegorisch gefasst. Und damit die Besucher, Besucherinnen ein bisschen besser vielleicht verstehen, was mit diesen Vorgängen gemeint ist, haben wir Objekte hier mit in die Ausstellung einbezogen, dass man eben sieht, was für Arbeiten diese Monteure, Konstrukteure, die auf dem einen Teppich dargestellt sind, gemacht haben.